Nein, das ist so viel, Mann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Das ist so viel. Aber ich diese Position ja so beibehalte, ne? Wie soll ich dann da bitte schon da oben mich um Lumea kümmern, wenn ich mich hier um die ganzen Leute kümmern muss, ey? Ja, schon fast lieber, wenn da unten wieder irgendwelche kommen würden. Bei der rechten Seite habe ich alles im Griff, naja, aber auf der linken Seite und hier in der Mitte, das ist das Schlimmste. Macht mir gerade überhaupt nicht viel Spaß hier, ne? Glaubst du gar nicht. Kann ich mich auf die Treppe positionieren, damit die nicht kommen? Das war früher in Fire Emblems immer der Fall gewesen, ne? Da platzierst du dich irgendwie so auf die Treppen. Dann verhinderst du, dass da Verstärkungsdrucken kommen. Okay, das, ich wollte schon sagen, es war noch nie so sehr wichtig, dass du ja kritische Treffer machst. Wie jetzt. Prozent Schaden, Treffer. Nicht gerne. Nur zwei Leute haben, die sich hier positionieren und sich um alles kümmern. Aber hier kommen Axtkämpfer und Temea kann dagegen nichts machen. Ich müsste sie ja auf der rechten Seite packen. Damit wird sie neben dem treffen. Nein. Oh. Okay. Voll geil lange. Voll geil aus der Angriff. Hätte nicht gekrittet. Wollte ich verraten, Mann. Oh, Geld bekomme ich auch von dem. Sehr gut. So, ich muss mich da gefangen halten, ne? So wie es ausschaut. Ich hau den mit Vale um. Ah. Ich hasse es hier.
Bist du mich fertig? Naja. Ich will nämlich die alle heilen. Und Supportpunkte holen anscheinend, weil die alle Supports haben. Ich muss erstmal ihn erledigen. Warte mal. Nee, der erreicht mich nicht. Gut. Aber ihn hier kann ich. Aber die bewegen sich auch nicht. Gut. Uff. Warum treffe ich ihn denn zu 100%? Ach, jetzt greift er mit der Lanze mich gleich an. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Na. Ja, ein Schaden, sie ist jetzt gebrochen. Ja, wobei werde ich jeden anderen eher angreifen können, ne? Kann man dadurch überhaupt sterben? Ich glaube, dadurch kann man gar nicht sterben, weil John hat 1 AP. Ich habe wohl ich nicht darauf geachtet, dass das Ding mich gleich abschießen wird. Warum müssen sie auf einmal so schnell? Okay. Warum sollte auch der mit der Lanze als erstes angreifen? Ne? Was ist denn hier los, Mann? Wie kann das Spiel so nervig und so dämlich zur gleichen Zeit sein, ne? Okay. Da in der Mitte müssen die Leute aufhören. Ich komme nicht voran. So, Madeleine. Ganz Wort wollte ich ja dich um alles kümmern, ja, ne? Du musst dich um das hier alles kümmern, ne? Das geht nicht anders. So, haben wir die Situation erledigt. Ich meine, sie wird einmal getroffen, aber ist okay. Wie sind die Binding Blade bitte schon schwächer als ein? Oh Gott, ich habe nicht darauf geachtet, wie viel Schaden er mir macht. Er hätte mich getötet, jetzt ich nicht aufgepasst hätte.
Ja. Ich hasse es hier. Effekte dafür aktiviert werden. Ey. So kann ich das eigentlich auch machen. Ne? Blub. Ich könnte die so positionieren, ne? Wenn ich die so positioniere, dann ist er ja eigentlich alles schon. Aber hier ist immer das Problem. Hier ist das Problem. Das geht nicht. Das können die ja nicht machen. Ey. Was soll ich denn hier gegen machen? Was ich auch machen könnte, ist, ne? Ich könnte mich bis hierhin vorpreschen, ne? Und dann natürlich einfach hier drei Leute, ne? Aber wenn die ja jeden Zug kommen, ne, dann kann ich das nicht machen. Ich habe ja nichts, ich habe keine Zeit dafür. Die Schatzmann muss ich auch noch looten, ne? Jemand sie heilen? Irgendjemand? Nein. Warum habe ich sie da wegbewegt? Brauche sie doch. Ach. Nein, cool. Das ist anstrengend gerade. Oh nein. Okay, wenn der daneben gehauen hätte, dann wäre jemand gestorben. Ja. Na, ich kann sowieso nicht angreifen. Von daher haben wir den hier. Hat er mal gewonnen. Shinkera. Ein legendäres Wurf ist das getroffene Gegner vergiftet. Ich glaube, da wird Chinkera irgendwie ausgesprochen. Da weiß ich nur, weil irgendwie ein Charakter mein Final Fantasy Chinke hieß. Ich glaube, da bedeutet irgendwie, da ist irgendeine Zahl in irgendeiner anderen Sprache. Ich glaube, sogar Spanisch, ne? Cinco, ne? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ne? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, fünf. Ja. Haben wir das Rätsel gelöst. Okay, sie kann jetzt einfach da stehen und sich um all die kümmern. Das finde ich gut. Warum bewegen die nicht zuerst den Typen mit der Lanze? Damit der, Diamant gebrochen wird, ne? Warum machen die das nicht als erstes? Das Problem ist, sie bekommt im Laufe der Zeit trotzdem Schaden. Die hören einfach nicht auf damit. Die hören einfach nicht auf. Alter, er macht mich fertig. Er trifft mich da. Du, war das so einfrieren? Puh. Obwohl, ne, ich sehe das doch schon kommen, ne?
Ich kann gar nicht im Wort fassen, wie nervig ich das ja gerade finde, ne? Das ist so verlogen. Jetzt stellt sich mal einer vor, ich würde die nicht alle platt machen, ne? Wie viele Gegner hier rumlaufen würden, ne? So, jetzt habe ich aber hier was gelöst bekommen, ne? So, nämlich, ich kann jetzt eigentlich nur meine, das kann ich eigentlich gehen und sie packen, ne? Und die müssen eigentlich alles hier schön abwehren können, ne? So, jetzt schicken wir dich hier raus. Jetzt bauen die ja so eine schöne Mauer, ne? Die kümmern sich um die Leute alle. Sie kümmert sich hier um die Leute. Sie müssen irgendwie mit Proactive irgendwie so ein paar Mal hochheilen, habe ich so ein Gefühl. Medeo. Ich würde am liebsten hier hochgehen, ne? Dann müsste ich hier nur drei Leute hin platzieren, ne? Und dann hätten wir alles hier abgewehrt. Ja, dann sitzt hier einer, dann sitzt hier, weiß ich nicht, das ist dann der eine Magier, der hin und wieder mal ein bisschen Schaden macht, aber viel angenehmer. Kann ich irgendjemand abschießen? So Bock, jemanden gerade voll ins Gesicht zu schießen. Boah, ich würde so lachen, wenn ich mit ihr, bei ihr ein so ein Ding, oh, so knapp, ne? So, du hast Falle, ne? Ne, Meteor ist ja doch schlimmer. Ich will die aber jetzt noch nicht abschießen. Einfach nur weil. Ja, zwei Chancen zum Kritten, Ihre bitte. Genau deswegen. Mann, ist doch jetzt gut. Ich hasse diese Mission. Boy. Glaubst du nicht, ne? Ich habe gar keine Zeit, mich hier irgendwie zurückzuziehen, ne? Die kommen immer wieder, die kommen ja in jeden Zug. Ich komme gar nicht dazu, wie ich irgendwie zurückzuziehen für eine Sekunde. Welchen Zug sind wir? 18. Die werden jetzt unendlich kommen, ne? Ich kann nicht einen Zug mal hier irgendwie auslassen, ne? Die kommen ja immer und immer wieder. So eine Verschnaufspause. So mies. So ein Müll ausgedacht. Wie soll ich denn gleichzeitig mit denen hier kämpfen und dann die Typ da oben bekämpfen? Da kommt jetzt auch noch wieder, ey. Da kommt der Pisser und tut mich die ganze Zeit hier fraktieren. Verstehe nicht, wie sich das Spiel sich das hier vorgestellt hat. Ja, voll kacke. Er findet so ein Kapitel. Okay, hat ja auch nicht überlebt. Nur Zeit. Irgendwann geht sie auch drauf.
Kommen wir im Schneckentempo voran. Oh, da kommen keine mehr. Da kamen jetzt nur welche in der Mitte. Warum? Weil ja noch zwei am Leben sind. Und habe ich die Grenze erreicht. Wir sind nicht mehr zwei am Leben. Bitte sag mir. Aber die sind ja ehrlich gesagt nicht das Problem. Die in der Mitte sind das Problem. Die in der Mitte müssen aufhören zu spawnen. Die in der Mitte müssen aufhören zu spawnen, damit ich mich zurückziehen kann. Was hat der, dass er? Na, ich muss wieder alle töten, ja. Er trifft mich hier. Du hast einfrieren. Ich prophezeie, dass sobald ich irgendwie da reingehe, ne, ich einfrieren lasse, die dann rausgestürmt kommen, ne. Das ist so ein typisches Setup, ne, was wir schon tausendmal gesehen haben in dem Spiel. Oh, ich habe einfrieren. Wir haben ihn eingefroren. Rein da. So, ich schnapp mir jetzt diese Truhe da noch, ne? Dann seht ihr, wie ich gleich hier weitermache. Okay. Wer sagt mir, die Verstärkungsrum sind jetzt weg, weg. So voll weg, ne? Ich krieg ja nicht mal mit einem Schlag down. Das ist der Lanzenkämpfer. Warum sind wir jetzt in der Mitte? Der Mitte, danke. 61, cool. So, wenn ich mich jetzt hier unten hinstelle, ne, können die dann immer noch spawnen. Wenn ich mich hier so voll fett hinpacke. Das ist der Vorteil von früheren Fire Emblem gewesen, ne? Die Gegner, die du konntest die davon abhalten zu spawnen. Wenn du dich einfach nur dahin platziert hast, wo die Gegner gespawnt sind, ne? Mit solchen nervigen Sachen ja irgendwie auch handhaben konntest, ne? Was sagt mir, wird hier nicht der Fall sein. Ich platziere mich jetzt überall hier hin, ne? Pass auf. Nee, die kommen immer noch. Ja, ich hab's vergessen. Oh. Bitte sagt mir, da kommen keine Gegner mehr. Macht doch nicht random irgendwie einmal so Pause, oder? Wir müssen euch doch mal die Soldaten ausgehen. Besonders man hat unmöglich so viele Verzerrte. Oh. Ein Problem jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt daran lag, weil ich die jetzt so platziert hat oder nicht. So, aber warte, das müssen wir ausnutzen. Nein. Komm schon, Kollege. So, Leute.
schwerer plus. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. So Leute, wir, das war vielleicht ein Fehler. So, Gott. So, wir müssen jetzt alle in der Mitte, alle hier rein, ne? Weil wenn das hier gleich wieder anfängt, ne, wir müssen ja alle jetzt so alle oben, alle da in der Mitte. Dann müssen wir nämlich nur drei Leute hier dahin packen, ne? Wir müssen jetzt alle da rein, alle kommen da jetzt rein, alle, alle. Und hier oben sind auch noch Treppen. Wenn jetzt da gleich noch Verstärkungstruppen rauskommen, ne, dann dann beiße ich in meinen Tisch rein. Ne? So, hey, den seine Fraktion ist ausgegangen. Na. So. Das ist ehrlich gesagt jetzt gerade gut, ne? Ich weiß nicht, ob da noch mehr Verstärkungsgruppen kommen oder nicht, ne? Aber wenn die noch kommen, ne? Alle dein, alle dein. Wenn da leicht welche kommen, ignorieren. Wir gehen jetzt alle hier hin. So. Wo habe ich das hier gemacht? Tragschild. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen, die ganzen Dinger, ne? Ich habe noch alle. Ich meine, er ist die letzte Person, die da noch steht, ne? Ich meine, er ist die letzte Person, die ich bewege, von daher. Ja. Den Kill hätten wir eigentlich mal gehen können. Weil die Person hatte gar keine Waffen mehr. So. Dann müsste er damit. Ah, es kommt ja und trifft mich schon mit Meteor. Oh mein Gott, es kommt keine Verstärkungsgruppe mehr. Ja, nur 20 Züge gedauert. So, aber ich traue dem Braten nicht, ne? Ich gehe jetzt hier rein. Wir müssen uns jetzt hier. Die machen bestimmt noch Pause, die machen bestimmt nur gerade Mittagspause oder so, ne? Wer glaubt du mal, ich? Aber ich muss alle hier hinpacken. Alle kommen sie jetzt hier hin. Spätestens dann haben wir es ja ein bisschen chilliger. Außer da kommen jetzt voll diese super starken Einheiten jetzt alle, ne? Können eigentlich Lumera ein Ding so abziehen, ne? Aber ich weiß, spätestens dann fangen sie sich an zu bewegen, ne? Deswegen lasse ich da erstmal die Finger von. Ich muss jetzt erstmal hier alle hochhalten, ne? Ganz klein bisschen mehr Momente. Naja, könnt ihr ein paar Leute hier heilen, ne? Oder sich selber. So, spätestens wenn jetzt hier gleich wieder Leute kommen, ne? Bin ich jetzt hier in der Mitte. Jetzt kommen sie wieder damit an. Okay. Lumera scheint sich echt nicht bewegen zu wollen. Gar nicht. So, ich glaube, wir haben den Ansturm echt überstanden.
So. Er ja sehr gefährlich, Falle, ne? Ja, lieben schon eher ihn abschießen. Mache ich jetzt auch. Den kriege ich aber nicht down. Cool. Jetzt hier mit aus. Ja, einfach hier reingehen kann und ihn fertig macht. Ich traue dem Braten aber nicht. Hab ich überhaupt? Brauche ich gar nicht. Ja, gehen wir da rein. Oh, ihm kaputt. So, jetzt müssen wir nur irgendwie schaffen, hat er überlebt, ne? Jetzt, wo ich weiß, dass er sowieso nicht so viel Schaden macht, eigentlich jetzt auch nicht so. Ah, nein, sie ist eingefroren. Ah. Aber ist okay. Ich glaube, die Charaktere können nicht dadurch sterben, ne? Wenn doch, dann muss Mikaya mal kurz hier heilen und John kümmert sich dann darum, ne? Also um sie wieder hochzuheilen. Was mache ich nur gegen den? Gegen den ja, ne? Er ist ein bisschen nervig platziert hier. Falle, ne? Hm, der wird dann hier landen, ne? Und dann sind ja, die sind tot. Ich kümmere mich lieber um einen Haufen starke Gegner anstatt irgendwie Gegner, die immer und immer wieder kommen, ohne dass ich Erfahrungspunkte für die kriege, ne? Warte mal, wenn ich wie mache ich denn das mit dem? Okay. Ja, macht ja nicht so viel Schaden. Nein. Da, oh, ausgerechnet ihn. Zack. Ah. Oh. Okay, der war witzig. Ja, haben sich natürlich jetzt einen Charakter ausgesucht, der jetzt absolut nicht, wenn ich ja voll brauchen konnte, ne? Und wenn du ihn kritisch, ne? Die Chancen sind relativ hoch, aber du feigst auch.
kann eigentlich auch nicht skippen. Gegen so viele Gegner ja gekämpft, ne? Sind so viele Animationen hier gesehen. So, warte mal, was? Ah, warte mal, er ist immun gegen einfrieren. Stimmt. 4, 5. Oh, ich kann hier reingehen und ihn erledigen. Na, warte mal. Eins, zwei, drei. Da können mich die beiden Meteoroiden-Typen treffen. Ne? Die machen 45. Ja, maximierte HP sehe ich gerade. Die machen, was habe ich gesagt? 45, ne? 45 und 50. Ne, warte. Ne, das. Okay, 45. 45. 45 und. Sind 31, das ist viel zu viel Schaden. Aber ne, warte mal, wenn ich einen erledige, dann 1, 2, 3. Wenn ich einen erledige, dann kann mich ja einer nicht mehr abschießen. Muss Temera zu weit im Pferd. Mein, ich muss es einfach, ne? Ja, cool. So, jetzt kann ich der eine Meteorien-Typ noch treffen. Also was, gib mir mal den Pflegestab, der gibt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Hm, jawohl. 18, das ist Jean-Claude Van Damme. Volljährig. So langsam aber sicher kommen wir da ran. Jetzt müssen wir noch hier rechts aufpassen. Der Fallentyp ist jetzt der einzige, der jetzt noch. Ich weiß nicht, ob die echt. Geh auf den los, weiter. Ja. Okay, Falle. Schleser, waren wir nicht in Reichweite? Sonst war ich aber gerade gecheckt. Der wurde mir nicht angezeigt. Mit so einer Linie und so. So, danke, wenn ich Lumera angreife. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wovon die Treffergenauigkeit von Falle hier abhängt, ne? Also ob das hier auf Resistenz oder Ausweichen irgendwie was zu tun hat. Ist auch nicht darauf geachtet, wie viel das war. Ich glaube, der hat zu 70% irgendwie getroffen, hat aber trotzdem dann hingehauen.
ist ziemlich realistisch, dass ich da treffe. Ich könnte, glaube ich, einfach reinstürmen, ne? Bin ziemlich sicher, ich kann da jetzt eigentlich so reinstürmen, ne? Warte. Funktioniert. Alfred, der MVP heute. Oh Mann, das wird ein langer Part. Ein langer Part heute. Sehr gut. Dann mache ich den hier, ne? Und dann mache ich den ja. Und dann geht er gleich noch mal da rein und macht den platt. Ausgezeichnet. Mal meine Supportpunkte zu sammeln, ne? Dann macht er den gleich noch mal platt. Also warte ich mal, mal den hier. Oh. Hier ja noch ein bisschen geheilt. Ja gut, da ich zum ersten Mal gegen Boss kämpfe, der sich auch wirklich nicht bewegt. Ah, einfrieren haben wir gleich auch erledigt. Okay, boah, bin ich froh, die Verstärkungsrum aufgehört haben nach einer Zeit, ne? Ich meine, ja, wir kriegen ihn down. Boom, boom. Ja, sehr gut. Boom. Richtig kaputt hauen. Komm. So gruselig ist das hier nicht mehr. Nett, aber ich wollte. Also was das Pflege? Das bewahre ich mir mal auf, ne? Natürlich dann in den Brunnen reinwerfen, ne? Also er kann sich nicht bewegen. Er hat keinen Einfrieren mehr, sehr gut. Aber wie immer, das ist relativ easy zu dodgen. Jetzt wird mir angezeigt. Ja, da macht sowieso keinen Schaden. Ich kann ja meine Heiler voll hochleveln. Nein, mir ist die Heilung ausgegangen.
bringt aber euch gar nichts an heraus Herausforderung Erfahrungspunkten. Hey, beide 43. Ich finde, die beiden sind irgendwie voll Top Waifus hier in dem Spiel, habe ich so Gefühl. Passen irgendwie voll zusammen, so farblich und so weiter alles, ne? Vom Design, ja. Eti und Lapis. Die sehen irgendwie so aus, als gehörten die irgendwie so zu einem Set irgendwie. So. So, kann ich dich mal jetzt kaputt hauen, ja? Weil der hatte nichts, der Antreffer. Aber war. Aber da war zwei Angriffe, mein Herr. Dann gehen wir hier rein. Da wird nichts abziehen, ne? Aber der hier wird abziehen, wenn ich damit treffe. Oh. Ich komme da nicht hin, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ich treffe ihn. Okay. So, haben wir den auch erledigt. Haben wir alle Thronanwärter. Ich weiß es echt nicht, dass die echt da stehen bleiben. Das ist so ungewohnt, ne? Vor allem, wenn du irgendwie schon das gesamte Spiel schon fast durchgespielt hast, ne? Und du kennst das eigentlich gar nicht mehr anders, ne? Dass die Bosse auf einen zugedüst kommen, ne? Ich bin immer noch der Meinung, die kommen jetzt gleich irgendwie auf uns zugerannt, ne? Also sie können mich jetzt oder ich habe so eine andere äußerst gruselige Vorahnung, ne? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die Lumera, die verwandelt sich gleich in Drachen, ne? Und dann gehen wir irgendwie in Phase 2 über oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas wird jetzt gleich passieren, ne? Weil das ist noch zu einfach. Das. Und ich weiß, ich sage das, nachdem jetzt hier schon ich 20 Milliarden Verstärkungsdrum bekämpft habe und so, ne, aber dass jetzt er, dass die mich jetzt einfach hier die ja abschlachten lässt, einfach so, ne. Vor allem sind ja noch Treppen, ne, das ist was mich auch noch so nervös macht, ne. Das voran. Der hat zuvor angewechselt. Ich traue dem Braten noch nicht so. Wie geht hier in die Heilung aus? Diamant hockt hier immer noch auf Level 15 rum. Ich habe jetzt das den aber jetzt hier uns schicken. Ah, diesmal nicht überspringen. Da ist noch Lumera da. Genau das macht mich hier ein bisschen nervös. Vor allem, ich kann mich auch hier hinstellen, ne? Dann kann ich jetzt auch ausweichen. Genau das meine ich. Das ist viel zu einfach. Ich kann jetzt ihn, warte mal, ich kann jetzt ihn hier hinpacken, ne?
Alter, er kann wortwörtlich sie soloen. Warum greift sie damit nicht an? Ja, einen Moment. Was? Ach, da ist wegen Chrom, ne? Von einem Ausweichgelände an werden gegnerische Gegenangriffe verhindert. Ja. Also er kann wortwörtlich jetzt hier stehen bleiben, ne? Der wird nie getroffen. Nie. Wie da steht. Schon war jetzt nicht gleich in Drachen. Sie hat doch jetzt schon kommen, ne? Das ist viel zu einfach, ja. Das ist viel zu einfach. Also ich kann mich hier rein platzieren, so, ne? Alter, krasse Zeug. Da wartet gleich noch eine böse Überraschung auf mich. Mal wetten. Wie viel mal wetten? Warum habe ich mit dir nicht als jetzt angegriffen? Entschuldige, was? Ich meine, sie wird wahrscheinlich nicht treffen, aber ich hätte so gern Wanda hier mitgenommen, ne? Stell ich mir irgendwie witzig vor. Sie eigentlich auch ihren platzieren, ne? Sind null Treffer Chance. Muss der Mann. Ja, okay, er wird wahrscheinlich eher getroffen. Ist der erste Kill gleich? Nee, ein Treffer brauche ich noch. Alter, ich sehe schnell auf uns. Mal, ich meine, ich werde natürlich mit ihm als letztes Jahr angreifen, ne? Ja, die wird gar nicht damit treffen. Und jetzt wechselt sie zu ihren Dings. Sich einfach hier verprügeln von mir. Schon wieder vergessen, nicht mit Anna als erstes anzugreifen. Den Mondschutz, nein. Haben wir den Mondschutz? Wovon war von Corin? Macht aber nicht so viel Sinn. Wow, 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 wow. Okay, will ich auch noch mal rein angreifen. Okay, sehr gut. Einfach mal, weil ich mir vorstelle, da gibt es ein paar Dialoge, ne? Was überhaupt will? Ja. Sechs mal drei? Ja, komm mal hier.
Wie gesagt, ich hätte irgendwie besser gefunden, wenn das irgendwie so Edo Tensei-mäßig gewesen wäre, so wie in Naruto damals, ne? Die irgendwie noch ihre alte Persönlichkeit hätten. Da würde irgendwie, da würde irgendwie viel mehr Sinn machen, ne? Da wird es auch viel schwieriger für uns machen, ne? Gegen sie zu kämpfen, ne? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alle sind noch am Leben. Irgendwie. So, das ist natürlich jetzt voll Verschwendung, dass wir jetzt mit ihnen hier den letzten Schlag machen, ne? Weil wir kriegen ja keine Erfahrungspunkte, aber natürlich müssen wir mit ihm ergreifen. Ja, er macht sich so hart und fertig. Ja, nicht mal ihr Schwert ausgerüstet. Na gut. Ich habe jetzt als Erz gelesen, lass uns hier heiraten. Also, ich komme gar nicht dazu. Doch. Hey, FP. Villeglanz halten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht wieso, aber irgendwas sagt mir, die Waffe heißt im Japanischen auch so. Und die haben die irgendwie so übersetzt, ne? So Wille Glanze. Weiß nicht wieso, ne? Irgendwas sagt mir. So, tun wir mal Abwertung aus. Und Kapitel vorbei. Okay. Madeline, okay. Kam mir jetzt nicht so vor, aber okay. Wenn das Spiel hat sagt, ne? Ich habe voll damit gerechnet, dass sie sich in einen Drachen verwandeln und dass wir gleich hier voll gegen so einen Drachen catchen, ne? Aber anscheinend nicht, ne? Oder kommt jetzt noch direkt am Anschluss? Jetzt haben wir noch eine Todesszene mit unserer Mutter. Ich
私はもう昇進になったんです。昇進に。まさか、そんなことが。そう。ここまでたくさん頑張ったのね。母さんにこの姿を見せられてよかった。いつかあなたに伝えたかったから。ロミエル様の体が。 医療兵としての体は役割を終えた。こうなることは分かっていたわ。ごめんなさい、母さん。あなたをまた一人にしてしまいます。いいえ。私はあなたに出会って一人じゃなくなったわ。家族を失ってあなたに出会うまでほんの数十年の孤独にすら耐えられなかった。 あなたが眠った後の1000年間はいつかまたお話できるってそう思うだけで少しも寂しくなんかなかった。今だってこれからもずっと。私もです。私もあなたに出会ってから一人じゃなくなった。誰かとのつながりが温かいって初めて思ったんですよ。 あなたは私の光よ。私の子になってくれてありがとう。ありがとう、お母さん。私はあなたの子になれて幸せでした。いつかまた会えたらゆっくりお話ししましょう。指切りしてくれますか？もちろんよ。忘れないわ。 この約束をあなたのことを。ああ、綺麗な空が見えるわ。まるであなたの目覚めたあの日のよう。これからはこの空の先までずっとあなたが。 平気です。悲しむことはありません。母さんはあるべき場所に帰ったのですから。きっとまた会えます。外に出ましょう。結界を確認しないと。 Okay. Da ist unsere Mutter schon wieder gestorben. Also, ja. Bin ich mir halt nur ein oder klang halt irgendwie so gerade so abgehakt. Also, wir müssen die Barriere. Da bin ich mir halt nur ein. Keine Ahnung. So, das war ein Kapitel. Also, wie gesagt, ich persönlich hätte es natürlich gefunden, wenn diese Verzerrten irgendwie so funktionieren wie die wiederbelebten Leute aus Naruto. Also hat die immer noch irgendwie bewusst sind, wer sie sind, und den gleichen Charakterzüge und all so was haben, aber die trotzdem gezwungen werden, gegen ihre Freunde zu kämpfen, ne? Ich fände, das hätte halt irgendwie, ich finde, das hätte irgendwie, weil nicht, dann ein bisschen, das wäre ein bisschen effektiver gewesen, habe ich so Gefühl, ne? Weil sie war so cartoonisch irgendwie böse irgendwie, deswegen, ja, macht es einen irgendwie, es macht es ein bisschen schwierig irgendwie so zu sagen, oh nein, ich muss gegen meine Mutter kämpfen, oh, das will ich aber nicht, ne? Und dann sagt sie Sachen wie so, oh, ich mache euch alle fertig, dass ihr mich davon abgehalten habt, mit meinem Sohn Zeit zu verbringen. Also, das macht so ein bisschen schwierig, so emotional da irgendwie mit so verbunden zu werden, ne? Lumiere-sama,
Aber das bin nur ich, ne? Wahrscheinlich habe ich wieder von gar nichts eine Ahnung und so, ne? Vielleicht bin das nur ich, ne? Vielleicht fand jeder andere diese Szene cool, ne? Und wie das gelöst worden ist. Ich sag ja nur, ne? So. Ich habe definitiv damit gerechnet, dass hier der Kampf, also von allen Kämpfen, in denen wir in dieses Spiel gespielt, von allen Kämpfen in diesem Spiel, ne, warum ist einer der letzten Kämpfe so einfach gewesen, ne? Sie hat sich nicht aus dem Ding rausbewegt und konnte einfach auf sie drauf kloppen und hat irgendwas dagegen machen, und wir haben uns auf die Ausweichdinger neben sie platziert, um besser ausweichen zu können. Das hat ja danach geschrien, dass irgendwie noch eine zweite Phase oder irgendwie sowas kommt, ne? So wie in ihr Fire Emblem Three Houses, ne, wo man ja gegen, boah, wie ist der noch, Sylvains Bruder, ich glaube Mikal oder so, dass er auch erst gegen den gekämpft hat, zu den vorgekämpft, dann hat er sich in dieses komische Monster verwandelt. Dann ging der Kampf von da aus weiter. Irgendwie so habe ich mir das jetzt vorgestellt, ne? ソンブルはすでに扉を開いていたのか。ソンブロン。パパがいるのね。この状態が続けば異界の力が流れ込み、エレオス大陸の均衡が崩れてしまう。そうなれば、この世界は終わりだ。そうはさせません。母さんに託されたんです。この世界を、あの空の先まで。今度は私が守らないと。 君の滑る世界はきっと美しいのだろうね。急に何を。すまない。ふと思っただけだよ。その時はマルスの力も必要です。ずっと共に世界を守っていきましょう。約束です。神竜様の滑る世界か。 その光景を思うと士気が上がるよ。みんな。ファンはモスカラン、ちょっとクレブン。今負傷した兵たちを治療しているわ。全員動けるようになるまで、しばしの休息ね。最終決戦を前にし、おじけづくのではなく、明るい希望を描くとは、私も見習わねばな。全部終わらせたら国を復興して、その後はみんなの国も見に行きたいね。 なら、紋章師たちも一緒に彼らはずっと指輪の中にいましたから、戦が終わったら世界を見て回ってほしいです。そうか、これからは12の指輪を集めても誰かが力を得る危険がなくなるか。各国に託された指輪も紋章師が権限した状態で共にいられるのだね。そうするには無理だね。軍神として崇められるかもしれん。 野宿する時の話し相手が一人、いや二人増えるのか。紋章師がいてくれれば心強いわ。イルシオン復興の良き相談役となりそう。素敵なことだね。夢を見るって現実にするために負けられないって気持ちになる。少し前まではそんな気持ち知らなかった。平気ですか、ベイル。 次は本当にソンブルと戦うことになります。覚悟はできてる。今までずっと歯向かえなかったのは親子の絆がとっくにほどけてるって気づきたくなかっただけの私の弱さだよ。私とパパの間にはもう断ち切るようなつながりなんてない。ベイル。神竜様、 兵たちの治療が終わりました。ありがとうございます。では、みんな出発を。オッケー。いよいよ最終決戦です。それ、レッツザカンプ、レッツザカンプ。みんな、君たちはこの旅を経てとても強くなった。このまま、いつまでもそばにいたい。共に平和な世界を築いていきたいけれど。ああ、カムカムショーン。別れの時は近いのかもしれない。
Wieso, Marv? Erklär es uns bitte. Einheit mit hoher Glück allein selber kritische Treffer. Das stimmt. Jeder Punkt Glück zieht einen kritischen Trefferpunkt ab vom Gegner. Wenn der Gegner 20 Crit hat und man hat 19 Glück, dann hat der Gegner nur noch einen Crit-Punkt. So. Okay. Das letzte Bündnis, Kapitel 26. Okay, vielleicht ist da noch nicht das Finale. Ne, war denn nicht. Sonst würde da, glaube ich, normalerweise stehen, Finale, ne? Also so ist das in anderen Fire Emblem Spielen. Obwohl das nächste Level ja, die Levelvorgabe müsste ja ein Level 20 sein, ne? So, oh, da sind eine Menge Supports, die ich freigeschaltet habe. Und keinen einzigen mit meinem Hauptcharakter, das gibt's jetzt nicht. Mir so viel Mühe gegeben, ne? Was mal zum Brunnen. Alter Brunnen. Okay, ich dachte, da ist jetzt noch was Neues aufgetaucht, ne? Und diesmal nicht die Bandgespräche vergessen, ne? Wind, Eisenlanze, Null. Dann gucken wir uns noch ein paar Supports an. Und die zwei Bandgespräche oder drei oder vier, die übrig geblieben sind, die ich gerade offscreen gemacht habe. Und dann gucken wir mal. だから一言。感謝の意を伝えたいと思って。ありがとう。ディアマンド王子。そんなこと気にしなくていい。ブロディアがしてきたことを考えれば、当たり前の反応だ。確かにイルシオンはブロディアに何度も信仰されたわ。多くの血が流れ、民は苦しんだ。もし信仰がなかったらと思うことはたくさんあるわ。当然のことだ。 だから私への感謝など必要ない。でもあなたは個人の気持ちで私を助けてくれた。だから私も個人の気持ちとしてお礼を言いに来たのよ。アイビー王女、そういうことであればその礼は素直に受け取ろう。個人間ではこんなにも簡単に感謝ができるのね。きっと謝罪だって簡単なのに。 国同士のやり取りとなると難しいものね。そうだな。父は国を存続させるために武力による領土拡大を図った。これがブロディア王国のやり方だが、私は間違いだと思っている。ディアマンド王子。しかし父なき今でもどうやって我が国の方針を変えればいいのかまだ答えが出ていない。 私は未熟者だ。その気持ちはわかるわ。急にこんな話をしてしまってすまなかったな。いえ、複雑な心境ではあるけれど、あなたが優しい人で安心したわ。少しだけ未来に希望が見えた気がする。私たちが王となった時代の希望が。オッケー。 Eine Menge. Bale und Madeleine. Ja, die gleichen Charaktere werden die ganze Zeit jetzt Supports bekommen, wenn ich die ganze Zeit mitnehme, ne? ごめんなさい。いえ、私は何も。それよりもベイル様のことが心配です。今日はあなたに話しておきたいことがあるんだ。聞いてくれる？は。ベイル様のお望みとあらば、負傷マデリン。 喜んで拝聴いたします。ありがとう。私にはね、マロンって名前の騎士がいるの。あなたとよく似てるんだ。私がまだこの軍と敵対していた頃、魔法具で操られてしまったことがあったんだけど、マロンはそれを壊そうとしてくれたの。あの子の攻撃で魔法具にひびが入って、そのおかげで 私は正気に戻れた。
Kamani hat definitiv den kürzesten gezogen in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. でも話しておきたかったんだ。私はマロン殿ではありませんが、その気持ちはよくわかります。主君のためなら命を落とすのが騎士の務め。ベイル様はそうされるにふさわしいお方です。マロン殿は立派な騎士です。ベイル様のために働き志を果たしたのですから。でもマロンが死んだのは 私のせい。こんなことを申し上げてよいかわかりませんが、マロン殿はその行動を後悔していないと思います。私だったら騎士としての使命を全うできたなら悔いはありません。ベイル様にそこまで思っていただけて幸せだと誉れだと、そう感じるのではないでしょうか。そうだったらいいな。 So merkwürdig, weil sie wahrscheinlich keine Ahnung hat, und diese Person genauso aussieht und mehr oder weniger die gleiche Person ist wie sie. So, ich ein bisschen Abwechslung hier. Temera und Anna. Ich weiß nicht, worum es im letzten Gespräch ging. Die Dinger so, habe ich auch nicht gewusst. Rechnen diese komischen Dinger mit diesen wirklich so unpraktisch? Klingt jetzt nicht so unpraktisch. Ich bin jetzt nicht wirklich, dass das so unpraktisch wäre, ne? In der Wüste irgendwie so ein Ding, wenn man Sachen ausbuddeln kann. Aber okay. Dann haben wir Rafal und Nell. Hey, Arang. Nee, so. 治療は終わったら話を聞かせてもらおうか。ラファール、終わるまで待っていたのですか。時間を取らせましたね。そのようなことどうでもいい。なぜ我などをかばった。言ったはずだ。我は好みがどうなろうと、姉さんを守ると。先の貴様の行動は我の宣言を踏みにじり、否定するにも等しい愚行だ。<笑>本当に。 おかげで前とは逆の立場になりましたね。姉さん。ラファール、あなたの怒りはもっともです。けれど今は私の話を聞いてください。私にとっては少し前、あなたにとっては千年以上前。
私たちは元の世界で偽りの双子という関係でしたね。あの時は本当の片割れ同士にはなれず、争い合う結果になってしまいました。それが何だ。でもこの世界では違うと思っています。 Musikwechsel。 私たちは同じ流石を分け合ったもの。誰が何と言おうと本物の片割れ同士です。片割れ同士に優劣はない。なのにあなただけが私を守るのですか。それを望んでしまうなら、私たちはずっと偽りのまま、本物の片割れであれば、私もあなたを守りたいのです。あなたの痛みは私の痛み、私の痛みはあなたの痛み。幸せも不幸せも、楽しさも苦しさも、すべて半分ずつ。だからもう。Hat sie noch eine Menge mehr gesagt? 自分はどうなってもいいなんて。Unseren Spaß und so, ne? 口にしないでください。わかった。すまなかった、姉さん。我は思い上がっていたようだ。姉さんを失う恐怖から、対等でない関係を望んでしまっていた。姉さんの言う通りだ。我々に優劣などない。失礼な物言いをしたことを許してくれ。いいのです。それだけ私のことを大切に思ってくれているということですから。傷の具合はどうだ。ずっと残ってしまうようです。それはあなたも同じでしょ。ああ、我の傷も生涯残る。だとしたら、これはお揃いの傷跡です。別に楽しげに笑うようなことではない。私は嬉しいです。この傷跡はあなたを守った証ですから。まったく、どれだけ時が経とうとも姉さんにだけはかなわぬな。やっと笑ってくれましたね。あなたの微笑みを見ると幸せになります。微笑んでなどいない。いいえ、ニスラツ richtig mögen oder so。 バカ。なぜなら私たちは本物の片割れ同士だからな。その通りです。これからもずっとだぞ、姉さん。え、ラファール。ああ、war nett, fand ich.So, was haben wir denn hier noch? John und Selka. Oh Gott. Bin sehr nervös. Zeruko-san, この間はありがとう。あんたの薬は評判がええ。みんな感謝しとるで。それはよかった。薬の作り方を教えてくれた母親に感謝だ。自分からもお礼が言いたいわ。お母さんはどこにおるん？もういない。10年以上前に死んだ。そうか。ごめんな、変なことを聞いてしもて。いや、気にしないでくれ。優しい女性だった。こんな俺を大事に育ててくれた。幼かった頃は外でどんな嫌なことがあっても、帰って母親の笑顔を見れば何もかも忘れたものだ。どうした。自分もお母さんのことを思い出してしもて。うちのお母さんも同じや。すごくわかるで。いつも可愛がって愛情いっぱいに育ててくれた。お前の母親も亡くなっているのか。いや、うちは生きとる。ちょっと腰が悪いぐらいや。ただここのところ会えてなくて。寂しくなったというわけか。そうやな。diese Pausen in seinen Sätzen。近いけど今年はどうしよう。誕生日はいつも一緒にお祝いしてきたけど、今回は離れたままになりそうや。だったら手紙でも。Vielleicht kannst du ihr einen Brief schreiben. なるほど、ええ考えや。ありがとうな、ゼルコバさん。礼には及ばない。子供が喜ぶなら。Wenn ich ein Kind glücklich sehe, ist das Belohnung genug. Es wird ja irgendwie immer irgendwas sagen wollen, aber dann im letzten Moment entscheidet er sich um und will irgendwas anderes sagen. Und dann
entsteht diese komische Pause. Ich verstehe halt irgendwie nicht. Ich habe schon seit langem bemerkt. So, dann haben wir Vale und Nell. ありがとう。私、辛いものが好きなの。私も同じです。辛いものも塩辛いものもどちらも好ましく思います。本当嬉しい。誰かと一緒にご飯を食べるの好きなんだ。ここに来てから特にね、みんなと食べると美味しいって思うの。ここにいる方々は 別の世界から来た私にもよく知ってくださいます。みんな本当に優しくていい人たち。エルともっと仲良くなりたい。同じ茶流の娘なんだもん。そうですね。エルは寂しくなかった？兄弟はラファールだけだったんだよね。兄弟は次々にいなくなりました。 寂しくなかったかといえば、そんなことはありません。仲良く過ごす時間をどれだけ願ったか。私たちは生き残ることが精一杯、手柄を奪い合い、時には妬みのためお互い殺し合うこともありました。そんな、こうしてあなたに会えたことは嬉しく思います。それは 嘘偽りのない気持ちです。ですが、兄弟であることをすぐに認められない気持ちもあるのです。私にとって片割れ以外の兄弟は皆恐怖の対象でしたから。私のことも怖いと思う？脅威は感じません。ですが、私たちは本来出会うはずのなかったもの、 近づきすぎてはいけないとも感じているのです。姉妹として絆を結ぶより仲間でいた方がと。そっか。エルの気持ち教えてくれてありがとう。よかったらまた話そうね。Okay, wir sind schon ein bisschen traurig, ne? Sie will eine Schwester haben, aber sie sagt so ne. Schon ein bisschen, na, mal so machen, ne? Ich weiß es nicht, dass ich warte mal, ich habe ein neues Bandgespräch, glaube ich, doch freigeschaltet, ne? Ja, mit Etty und Lin, genau, weil sie damit 20 erreicht hatte. Das kann die Wunde war da, ist jetzt nur du bist so baff. Ja, die Sugini mir, du Jukotova, ich konnte das war. Ich habe sogar irgendwie mal Videos gesehen, wo sich Leute darüber beschwert haben, dass Etty irgendwie nicht buff genug ist. Aber das war noch vor Release des Spiels, so. Also die Videos waren vor Release gemacht. Im Sinne von, da haben sich die Leute schon irgendwie so, vor allem, der macht ja irgendwie so die eigenen Seiten, da kann man schon die Charaktere irgendwie, so eine kleine Biografie von allen Charakteren so schon lesen, ne? Vor das Spiel rauskommt und einige Leute haben waren da irgendwie verwirrt, als irgendwie da stand so, oh, Etty steht so auf Muskeltraining und Workout und all sowas, ne? Und dann haben die Etty gesehen, das ist irgendwie so ein zierliches kleines Mädchen und denken sich auch so, was denkt sich Fire Emblem eigentlich? Also so in dem Sinne, ne? So, ich sehe gerade eine Menge Leute wollen gerade irgendwie was sagen, was Besonderes. Sie haben also grüne Texte. Vale. Okay. Boah. Sumari war das, ne? Okay. Warum auf einmal? Wenn das Spiel schon aufgebaut ist, da fühlt sich das schon an, als wäre nächstes Mal Finale, ne? Aber dann wird das Spiel mich wahrscheinlich irgendwie so warnen, ne? Kite gure.
diese heroischen Gespräche über die Zukunft und so, ne? Das hört sich schon so ein bisschen an wie Finale, ne? Aber normalerweise kündigt sich das eigentlich immer so an, ne? Weil das nächste Kapitel heißt ja nur Dings, ne? Das letzte Bündnis. Aber normalerweise in Fire Emblem Spielen, da wird immer noch so, da steht wortwörtlich irgendwie immer so Finale. Dann würde hier zum Beispiel stehen Finale, das letzte Bündnis, ne? Also in älteren Spielen war es jedenfalls so, ne? Wenn da seine Datier nicht so ist, ne? Aber mal schauen. Okay. Aber er klingt jetzt irgendwie schon so, ne? Alle Leute sagen jetzt also, oh, finaler Kampf, lass rocken, ne? So, wir gehen noch mal kurz zu mein Zimmerchen und gucken uns noch die letzten Bandgespräche an, ne? Die ich vorhin hier offscreen so freigeschaltet habe, ne? Was nicht viele sind, sind nur 4 Stück. Aber kann man ja trotzdem, ne? Da werden wahrscheinlich auch gar nicht mehr viele kommen in Zukunft, ne? Von daher, guck mal. Ich habe einmal Zelkov und Krum. Wie immer anders notiert, ist jetzt viel einfacher zu gucken. Ich habe Aktivitäten nachzusehen. Kommt immer so vor, als würde irgendwie ein Wort sagen wollen, aber denkt sich so, nee, warte mal, kann ich nicht sagen. Und dann denkt er irgendwie so kurz nach und sucht irgendwie so ein Ersatzwort, so, ne? So kommt mir halt irgendwie so vor. Anders kann ich mir diese komischen Pausen nicht erklären. So, Madeleine und Hector. Ich bin Tank. Ich bin so buff. Ich war Ike, bevor Ike war. So, dann haben wir Nell, Lucina. Jetzt habe ich mir aber nicht notiert, welches Level. Aber muss ja Level B sein, ne? Elle,有効の印に素敵なお洋服を用意しました。 バンドで作っていただいたんですよ。全面に大きく唐辛子の絵があしらわれていますね。私の好物を。だから、große Schafe、Paprika-Schrot vorne。そうね、人なのそのビルド。なんばい、ラファエル、ライフ。なんばいスタン。リーフ。貴様はいつ休んでいる？ Ihr könnt mich jederzeit als Kissen benutzen. So, haben wir das auch erledigt, ne? Und ja, sieht mein finaler Trupp hier aus, ne? Wenn jemand Werte maximiert. Immer noch nicht. Oh. Fähigkeit 31. Also Behendigkeit. Cool. Anna hat einen Wert maximiert. Cool. Okay. Ja, aber ich finde, das Team war eigentlich relativ gut, ne? Alfred ist auf die Leute zugestimmt, hat alle kaputt gehauen. Wessen Wenken jetzt hier noch hinterher? Lapis. Temera, Anna, Diamant. Ich hatte auch irgendwie nicht viel Zeit da, ne? Habe ich so ein Gefühl. Die Gegner halt irgendwie so knüppelhart immer auf uns zugekommen sind. Brauchte gar nicht ein für ein einsetzen. Die waren auch relativ einfach. Na gut. Gut, aber das war es dann für heute, ne? Das waren jetzt, glaube ich, wieder 4 Stunden. Das wird wieder ein Spaß sein hier zum Rendern und so, ne? Und ja, ich sag dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Kapitel 26. Und ja, dann sage ich Tschüss.
Und bis denne. Bye bye. Ich will gerade nach vorne gucken. Irgendwie sehe ich immer noch komisch aus. Tschüss. Ich bin weg.